Revan, ich wusste, dass ihr kommt. Tagchen, na, alles klar? Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Ich wusste, dass ihr auch hier einschalten werdet. Ja, in dieser Folge wollen wir uns... Wollen wir uns Bastila stellen, die der dunklen Seite zugeführt wurde von Malak. Denn er hat sie, ja, ihr Schmerzen zugefügt, sodass sie, ja, irgendwie, weiß ich nicht, eine Sicherung durchgebrannt ist im Kopf und dann gedacht hat, oh, die Dunkelheit ist gut, ja, ich muss auch dunkel werden. Böse, böse. Und dann, tja, sie jetzt ein Sith. Und wir sind jetzt hier auf die Sternenspiele gekommen, um sie davon abzuhalten, ihre Kampfmeditation gegen die Republik einzusetzen, denn draußen kämpft die Republik gegen die Sternenschmiedentruppen. Ja, ich würde dann mal sagen, wir sind ja hier der gute Jedi, der Supergute. Ich werde euch niemals aufgeben, Bastila. Ich weiß, dass ihr immer noch gerettet werden könnt. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich habe erkannt, wie die Jedi wirklich sind. Schwach und verängstigt. Die Sith sind die wahren Herren der Macht. Diese Lektion habt ihr vergessen, Revan. Jetzt müsst ihr dafür bezahlen. Hier auf der Sternenschmiede ist die Macht der dunklen Seite besonders stark. Dieses Mal werdet ihr mich nicht besiegen. Ach so, was hat ihr auch drauf? Ach du Scheiße! Bring it on, Babe. Ja, da wollen wir immer zeigen, was unsere beiden Lichtschwerter da drauf haben. Ja, von mir aus, ja, ein Schild würde ich jetzt nicht aktivieren. Das sieht ein bisschen kacke aus. Wir können uns mal so eine dicke Stimulanz reinpfeifen. Wie wäre es mal mit Hypergeschicklichkeitsenhancer? Genau. Das finde ich geil. Ach, sie ist schon tot. Jetzt weiß ich, warum Malak euch gefolgt ist. Auch wenn ihr nur noch ein Abklatsch eures früheren Selbst seid, ihr seid immer noch ein hervorragender Gegner. Es ist unvorstellbar, über welche Macht ihr als dunkler Lord verfügt haben müsst. Was für ein Narr, der all dies hergibt, um der hellen Seite zu dienen. Oh, du bist ja echt beknackt. Was hat man dir denn angetan? Ey, Malak hat dich ja total umgepolt. Die helle Seite ist so viel, viel stronger, also bitte. Ich bin auf der hellen Seite ebenso stark, wie ich einst auf der dunklen Seite war. Die dunkle Seite verleiht mir mehr Stärke denn je. Meine Beherrschung der Macht ist größer als die der meisten anderen Jedi-Meister. Und wenn Malak mich erst in die größten Geheimnisse der Sith eingeweiht hat, kann ich noch mehr von meinem Potenzial abrufen. Dann sind mir kaum noch Grenzen gesetzt. Wie überheblich sie ist, einfach diese negative Persönlichkeit, die sie schon ansatzweise damals hatte, jetzt voll ausgeprägt worden. Es ist einfach unglaublich, was sie für ein Scheiß labert. Ja. Sollt ihr einfach eine rüberbrettern und dann sie einfach hier bewusstlos liegen lassen. Aber wir müssen ihr ja helfen, weil wir sie ja lieben. Ja. Ja, mit der dunklen Seite werdet ihr nur Tod und Zerstörung erreichen und sonst nichts. Jedi-Propaganda. Die dunkle Seite ist nur ein Werkzeug. Und Malak wird mir den Umgang damit beibringen. Vielleicht kann ich meinen Meister überflügeln und herausfordern. Wenn ich es wert bin, stirbt er durch meine Hand. Dann werde ich selbst einen Schüler haben und der Kreislauf beginnt von vorn. Das ist der Weg der Sith. So stellen wir sicher, dass wir immer die stärksten und wertvollsten Führer haben. Oh Gott. Ihr verdammt euch selbst zu einem ewigen Kreislauf aus Tod und Verrat. Nein, Revan. Ihr seid dem Untergang geweiht. Na, oh, jetzt, die kapiert es echt nicht. Los, wir jagen uns mal hier diesen Geschicklichkeits-Enhancer rein. Flapp! Nein, lass mich! Was ist denn hier? Ah, oh, der hat ja keine Chance gegen meine dämmen Lichtschwertkünste. Komm her! Zeig, was du kannst. Ihr werdet müde. Ich kann es spüren. Eure Stärke nimmt ab. Die helle Seite lässt euch im Stich, während die Energie der Sternenschmiede meine Kräfte auffrischt. Es ist bald vorbei. Na. Eure Gefühle überwältigen euch, Bastila. Denkt an den Jedi-Kodex. Ihr wagt es mir, diese Jedi-Lügen aufzutischen? Ihr werdet 1000 Tode sterben, Revan. 1000 Tode. Klar, komm, das will ich sehen. Wow. Ich bin mal ganz geschmeidig hier, Fräulein. So wollen wir es aber nicht haben. So, wo ist mein Lichtschwert da? Jawohl, noch einmal. Komm, nein, lass den Scheiß. Nein, das ist nicht möglich. Ihr habt die dunkle Seite zurückgewiesen. Ihr seid ein schwacher und jämmerlicher Diener des Lichts. Und doch kämpft ihr immer noch. Warum kann ich euch nicht besiegen? Ja.
Tja, jetzt könnt ihr erkennen, dass die dunkle Seite nicht so stark ist wie die helle Seite. Ja, ich glaube, es ist wahr. Ich bin euch nicht gewachsen. Bitte, wenn ihr das, was wir einst teilten, noch nicht vergessen habt, lasst mich nicht leiden. Macht es schnell. Es gibt keinen anderen Weg. Nein, Bastila. Ich könnte euch niemals vernichten, Bastila, so wie ihr mich niemals, auch niemals vernichten könntet. Was bleibt euch denn anderes übrig? Ich bin der dunklen Seite verfallen. Ich bin die Schülerin des dunklen Lords. Ihr könnt mich nicht verschonen. Tja, ich wurde geläutert, Bastila. Das ist auch in eurem Fall möglich. Ihr wart ein Sonderfall. Der Rat hatte keine andere Wahl. Man brauchte euch lebend, denn ihr kennt den Standort der Sternenschmiede. Ein Akt der Verzweiflung. Meine Aufgabe bestand darin, euch zu beschützen. Sicherzustellen, dass ihr nicht auf den Pfad des Bösen zurückkehrt. Ich sollte euch vor der dunklen Seite schützen. Man kann niemanden vor der dunklen Seite schützen. Oder, Moment. Ja, ihr habt mehr getan, als mich nur zu beschützen, Bastila. Ja, genau, das hört sich gut an. Es stimmt, ich kann meine Gefühle für euch nicht leugnen. Aber vielleicht war das alles nur eine Illusion unseres gemeinsamen Bandes. Und zu welchem Preis? Bitte, hört auf, es ist zu schmerzhaft. Hört sofort auf. Es gibt keinen anderen Weg. Ah, ich liebe euch, Bastila. Ich kann euch niemals aufgeben. Ihr liebt mich? Es gab mal eine Zeit, da sehnte ich mich nach diesen Worten und fürchtete sie zugleich. Ich liebte euch ebenfalls, aber eurem früheren Selbst hätte ich nie entgegentreten können. Malak wusste, wie ich fühlte. In mir wäre auch der letzte Funke Licht erloschen, hätte ich euch besiegt. Aber wozu ist die Liebe gut? Sie kann nicht verhindern, dass ich im Meer der Finsternis ertrinke. Ich habe alles verraten, woran ich glaubte. Wie kann ich das je wieder gut machen? Tja, helft uns, die Sis zu besiegen, Bastila. Dadurch tut ihr Buße für alles, was ihr getan habt. Vielleicht ist das der einzige Weg, sie davon zu überzeugen, dass sie doch zur hellen Seite zurückkehren kann. Ja, ich könnte mich an eurem Kampf gegen den dunklen Lord beteiligen. Das allein würde nicht gut machen, was ich getan habe. Aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wie könntet ihr mir trauen? Woher wollt ihr wissen, dass ich es mir nicht anders überlege, wenn ihr Darth Malak gegenübersteht? Wie könnt ihr sicher sein, dass euch die dunkle Seite kein zweites Mal verrät? Tja, ich vertraue euch genug, um mich nicht gegen einen Angriff von euch zu verteidigen. Ihr spielt ein gefährliches Spiel. Wollt ihr dieses Risiko wirklich eingehen? Mit einem einzigen Schlag meines Laserschwerts könnte ich euer Leben beenden und mir Malaks Gunst sichern. Ja, das werdet ihr nicht tun, Bastila. Weil ich euch liebe und an euch glaube. Ihr seid mutig. Manch einer sagt, ihr seid verrückt. Aber ihr habt recht. Die dunkle Seite hat mich noch nicht vollends geblendet. Ich könnte mein Schwert nicht gegen euch erheben. Ihr werdet nicht eher ruhen, bevor Malak besiegt ist, das ist sicher. Ihr wollt vom dunklen Lord der Sith zum Retter der Galaxis werden. Ihr habt gesagt, dass ihr mich liebt. Vielleicht ist es nicht gerade der beste Zeitpunkt, aber ich liebe euch auch. Von ganzem Herzen. Ah, ja. Geil. Ka-ching. Endlich haben wir es geschafft. Jawohl, ein Achievement erreicht. Ja, nur bei meinem letzten Spieldurchgang habe ich es nicht geschafft, aber ja, geil. Ja, wir freuen uns natürlich sehr. Ihr habt keine Angst mehr zu lieben? Nach all dem? Nein, nichts kann mir mehr Sicherheit geben, als von euch geliebt zu werden. Ihr müsst gehen. Malak wartet. Es ist noch nicht vorbei, für keinen von uns. Ich sollte besser hierbleiben. Wenn wir Malak gegenübertreten, könnte seine dunkle Präsenz mich überwältigen. Es wäre unklug, mich dieser Versuchung auszusetzen. Ja, das stimmt wohl. Tja. Aber Bastila, ich möchte euch an meiner Seite haben, wenn ich dem dunklen Lord gegenübertrete. Nein. Wir wollen sie nicht noch weiter der Versuchung erliegen lassen. Oder... Ja. Das könnte halt passieren. Ihr könntet eure Kampfmeditation verwenden, um die Flotte der Republik zu unterstützen. Ja, das wäre wohl das Beste. Um Malak zu besiegen, braucht ihr mich ohnehin nicht. Jetzt weiß ich, dass ein wahrer Jedi jedem Sith gewachsen ist, selbst dem dunklen Lord persönlich. Ich bleibe hier und unterstütze die republikanische Flotte mit meiner Kampfmeditation. Nur mit meiner Hilfe kann sie die Sternenschmiede vernichten und der Bedrohung durch die Sith ein Ende bereiten. Geht und sucht Malak, aber ihr müsst euch beeilen. Wenn es mir gelingt, die Schlacht zugunsten der Republik zu beeinflussen, bleibt uns nicht mehr viel Zeit zur Flucht, bevor die Sternschmiede zerstört wird. Viel Glück, Liebster.
und möge die Macht mit euch sein. Grünes Geschwader, angreifen! Grünes Geschwader kommt! Grünes Geschwader durch! Wir haben die Linie durchbrochen! Bastila verwendet ihre Kampfmeditation nicht mehr gegen uns. Die Situation hat sich gewendet. Rotes Geschwader, durchbrechen. Trägerschiffe, sichert ihre Position. Schaut ja mal richtig geil aus. Wunderschön. Bastila, du lebst ja. Aber was ist mit meinen Kameraden? Guck mal, ein Start hier. Alter. Was? Vielleicht, wenn ich... Und wenn ich... Aber wenn ich... Ach, Kacke. Ja. Bastila, was machst du für eine Scheiße? Wieso machst du das ja nicht mal auf? Tja, wir sind jetzt hier ganz alleine gegen den dunklen Lord. Toll. Ah, ja. Ich bin ja auch hier der stärkste Jedi. Ja, toll. Ah. Ja, finde ich jetzt scheiße, dass Bastila nicht einfach aufstehen kann und die Tür aufmachen kann. Ich bleibe hier und unterstütze die republikanische Flotte mit meiner Kampfmeditation. Nur mit meiner Hilfe kann sie die Sternenschmiede vernichten und der Bedrohung durch die Sith ein Ende bereiten. Geht und sucht Malak, aber ihr müsst euch beeilen. Wenn es mir gelingt, die Schlacht zugunsten der Republik zu beeinflussen, bleibt uns nicht mehr viel Zeit zur Flucht, bevor die Sternenschmiede zerstört wird. Viel Glück, Liebster. Und möge die Macht mit euch sein. Oh ja, das muss ich nochmal hören. Ja. Ja, mit der Kraft der Liebe können wir alles schaffen, ja. So, das sieht ja echt geil aus hier, dieses. Weiß nicht, was das für ein Holo ist von der ganzen Schlacht hier, so eine Aufzeichnung, keine Ahnung. Ja, wo geht's denn jetzt lang? Das ist die Frage. Die Frage der Fragen. Da geht's anscheinend gar nicht lang. Nein, wir müssen also da entlang. Gut. Gut. Dann heißt es nur noch, wir. Und Malak. Oh yes. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das wirklich hier der Weg ist. Nicht, dass wir jetzt irgendwas verpasst haben. Ich gucke mir eben noch ganz kurz hinten die Tür an. Moment. Nee, das ist die einzige Tür, die wir benutzen können. Alles klar. So, Stachelkiste. Was ist das denn hier? Aufs Maul. Komm her, Malak. Ich bin da. Wo bist du? Was ist das hier? Eine Stachelkiste Typ A? Ich habe keine Ahnung mehr, was das ist hier. Ist leer. Verarschen? Terminal, Zugriff auf interne Systeme der Druidengeneratoren, Ladestatus. Generator inaktiv. Druidengenerator? Ich glaube, ich kacke ab. Ich glaube, oh Gott, ich erinnere mich. Nein. Ich sag schon mal nein und doppel nein. Ihr werdet gleich erfahren, wieso. Wir schleichen uns mal oder versuchen mal hier aus dem Raum zu entkommen. Ladida. Gehen wir einfach mal hier raus. Hi. Es geht, Alter. Fühlt sich cool, ne? Na. Ein langweiliges Spiel, Revan. Ihr seid mir ein Dorn im Auge, seit ich euch den Titel des dunklen Lord aus den Händen riss. Es war ein Fehler, herzukommen, Revan. Die Sternenschmiede verstärkt meine Herrschaft über die dunkle Seite noch. Hier habt ihr keine Chance gegen mich. Und dieses Mal... werdet ihr nicht entkommen. Ach so, ja, bla bla bla. Ihr seid es, der nicht entkommen kann, Malak. Ergebt euch und vielleicht werden die Jedi Gnade walten lassen. Ach so nennt ihr das.
Ihr glaubt wirklich, euch eure Kräfte und eure Identität zu rauben, war ein Akt der Gnade und Barmherzigkeit, Revan? Da würde ich ja lieber sterben. Geil. Das lässt sich einrichten, ja klar. Ich wurde aus der Dunkelheit errettet, Malak, und ins Licht geführt. Ihr könnt ebenfalls gerettet werden, wenn ihr das wünscht. So klingt ein wahrer Sklave des Jedi-Kodex. Erspart euch eure Predigt, Revan. Die fruchtet bei mir nicht. Ihr seid ein unbedeutendes Stück Dreck, das ich nicht mal mehr wahrnehme. Ich habe euch in jeder Beziehung überflügelt und erreicht, was ihr nie geschafft habt. Ich habe das ganze Potenzial dieser Rakata-Anlage entfesselt. Ihr habt ja keine Vorstellung von den Kräften hier drin. Sogar die Wände selbst vibrieren voll dunkler Macht. Und nun, mein früherer Meister, werde ich euch von der Sternenschmiede selbst vernichten lassen. Wenig, ja. Er hat gesagt, das fruchtet bei mir nicht. Ach, klang geil. Helle Seite Punkte erhalten. Wunderschön. So, was machen wir denn mit den schönen Droiden? Betäuben! Du auch, hä? Jetzt aufs Maul. Oh, wartet mal. Wartet mal, wir setzen mal hier erstmal unsere geilen Schilde ein. Welchen? Den mandalorianischen Nahkampfschild? Nee, das. Den Ekani Duellierschild. Jawohl, geil. Am besten werfe ich nochmal irgendwie eine geile Granate. Wie wär's denn mal mit? Ach, wieso nicht eine Ionengranate? Jawohl. Wo ist denn hier? Werf die Granate, Alter. Und hier nochmal Granate hin. Los, schnell! Oh, ich bin natürlich der Typ, der nicht Druiden zerstören halt Fähigkeit hat. Wieso habe ich die Fähigkeit? Ich habe nur die erste Fähigkeit, nämlich Druiden betäuben, die total lame ist. Und überhaupt nichts bringt. Naja, mal gucken, ob wir die so auch ausschalten können. Christine. Hey, ist ja gar nicht mal so schwer. Geil, los, gib ihn voll aufs Maul. Jetzt kommt, los. Ein Schlag noch, komm, jetzt komm. Ja. Nein, du sollst nur noch Unruhe machen. Schmiededruide Typ C. Oh nein, die werden ja hier in unendlicher... Oh. Im Kreislauf hier erstellt. Scheiße. Wie mache ich das denn nochmal? Ich glaube, jetzt kann ich... Terminals dran. Sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Okay. Ja. Computerkenntnis haben wir ja schon. Und so Sonden. Wir haben so viele Sonden. Alles klar. Computerkenntnis. Generator deaktivieren. System knacken, um einen Druiden zu erschaffen. Ja, ich bin doch nicht bekloppt, oder? Bam. Was ist jetzt eigentlich in den Zylinder drin? Da muss da jetzt irgendwas drin sein, oder? Wette ich mit. Objekt verloren. Ja, ist kein Problem. Was ist denn hier drin? Da ist ja gar nichts drin. Scheiße. Was ich mal gerne ausprobieren würde, wenn wir jetzt doch mal 13 Sonden dafür verwenden würden, einen Druiden zu erstellen, würde der dann für uns arbeiten oder für uns kämpfen? Ich weiß es nicht genau. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Scheiße, schnell weg! Oh, Mann, Kacke! Wieso ist mein Schild nicht mehr aktiv? Scheiße! Hör! Schnell hier den Scheiß deaktivieren. Bam! Alles klar. Los, mach das Scheiß weg hier, los! Jetzt brauche ich aber doch nochmal hier eine kurze Junggranate. Fristinie! Drecksplagen! Drecksroboter! Ihr kleinen dreckigen Schaltkreise! Ihr seid nur Taschenrechner im Vergleich zu mir! Scheiße! Kacke! Also wir können jetzt hier rumbetteln, bis wir noch mehrere Level aufgestiegen sind, glaube ich. Die machen ja gar nicht so viel Schaden! Ich hatte in Erinnerung, dass ich hier total schnell abgekackt bin. Ah, komisch. Sehr, sehr komisch. Der kriegt mal die volle Packung. Jawohl, komm. Los. Angriff, Angriff. Jetzt. Genau jetzt. Ja. Und die denken, die hätten wirklich eine Chance gegen mich. Hahaha. Bis denn hier. Bäm. Oh, scheiße. Nein, du sollst doch nicht den angreifen. Du sollst den da angreifen. Genau. Gib mal langsam auf den Sack. Ich glaube, wir könnten jetzt wirklich so eine Stunde rumbetteln, bevor... Ja, keine Stunde, aber schon noch 20, nee, 10 Minuten, bis unser Lebensenergie bis hier ist. Und dann könnte mich halt dennoch noch heilen. Aber es gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Ja, wir müssen das auch mal hier weg. Aha!
Das hier blinkt jetzt aber, oder das leuchtet. Computersonden, ach, da sind auch Computersonden drin, ne? Geil. Lass mich mal hier dran, du Arsch. Was soll denn der Scheiß? So, von mir aus können wir mal einen Droiden erschaffen. Systemänderung entdeckt. Generator umprogrammiert. Droiden reagieren nicht. Aha, ja, geil. Super cool. Angriff. Geil, jetzt haben wir so einen Schmieden-Droiden-Typ-X, der uns hier hilft. Geil. Super. Das will ich aber auch nochmal machen. Das leuchtet nicht, also ist da, glaube ich, auch nichts drin. So, Droiden erstellen. Geil. Kommt her, meine Diener des Metalls. Und zerstört mit mir die anderen Viecher da. Es gibt auch ordentlich Erfahrungspunkte. Ja, geil. Mach die Dinger fertig hier. Klapp, klapp, klapp. Super. Keine Chance. So, das werde ich auch mal eben umprogrammieren, nachdem ich mir ein paar Sonnen hier genommen habe. 4 Computersonnen, ey. Mega geil. Super geil. Oh, wir haben noch 49. Komm, einen. Oder? Ne, komm, den nächsten Generator mache ich weg. Die zwei Droiden, die wir jetzt schon erschaffen haben, die reichen ja vollkommen. Ey, lass meine Droiden in Ruhe. Du Arsch! Lass ich mal nicht mehr machen hier. Geil. Und den hier. Wunderschön. So, eben ein paar Computer. Scheiße, ich glaube, wir sind noch eben den letzten Generator hier deaktivieren. So. Aha, cool. Ach, und der gehört jetzt auch zu mir. Cool. Nichts mehr zu sagen? Okay. Zu doof. Schmiedendroide Typ X. Also, die sehen ja echt schnieke aus. Die will ich gerne mitnehmen. Da es keine weiteren Ziele anzugreifen gibt, erfüllt dieser Droide keinen Zweck mehr. Also kann ich ihn genauso gut vernichten. Nein. Da wird aber auch keinen Bock mehr zu. Also, ich will jetzt euch mal hier ganz schnell die Folge präsentieren, denn wir haben jetzt schon 10 vor 9. Finde ich scheiße von mir, dass ich jetzt aufnehmen kann, aber nun gut. Das tut mir schon leid. Jedoch haben wir Freitag, also hoffe ich mal, dass es okay ist, wenn der Part ein bisschen später kommt. Östliche Aufzugstür. Ja, dann wollen wir mal Fabrik. Zu Fabrik. Malak in seinem Hauptquartier. Oh, geil, die Musik. Hört ihr die Musik? Ich krieg jetzt Kasper. Oh, geil. Ist das geil. Schnell. Oh, wenn wir ihm heilen. Da. Malak. Da bist du ja. Ja. Ja, da ist der Malak, unser alter Schüler. Der dreckigste Sist, der mir je unter die Augen getreten ist. Und du bist niedergeschnetzelt. Glaubst du mir aber mal, mein Freund? Alles klar, dann komm her. Gut gemacht, Revan. Ich war sicher, die Abwehr der Sternenschmiede würde euch vernichten. Aber wie ich sehe, steckt offenbar doch mehr von eurem alten Ich in euch, als ich dachte. Ihr seid stärker, als ich dachte. Stärker, als ihr es während eurer Herrschaft als dunkler Lord jemals wart. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Na, die helle Seite ist stärker, als ihr denkt, Malak. Es würde mich reizen, euch lebendig in die Hände zu bekommen, Revan. Könnte ich euren Willen brechen und euch als meinen Schüler an mich binden. So wie Bastila. Wenn ich euch kontrollieren könnte, wärt ihr für mich ein weitaus größerer Gewinn als selbst Bastila und ihre Kampfmeditation. Aber ob das Risiko wert ist? Vielleicht seid ihr doch zu stark, um mein Schüler zu werden. Ich habe euch hintergangen, als mir klar wurde, dass meine eigene Kraft größer war als eure. Irgendwann könntet ihr das Gleiche mit mir versuchen? Na, ich werde der dunklen Seite nie wieder dienen, Malak. Schreibt das hinter die Ohren. Obwohl, du hast ja gar keine Ohren mehr. Leeres Gerede. Die dunkle und die helle Seite kämpfen immer in euch um die Vorherrschaft. Im Moment ist die eine Seite stärker. Aber das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Retter, Eroberer, Held, Schurke. Ihr seid all das und mehr, Revan. Und doch seid ihr ein Nichts. Letzten Endes gehört ihr weder zum Licht noch zur Finsternis. Ihr werdet immer alleine sein. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Obwohl natürlich dieser
Zwiespalt von mir in meinen Lichtschwertern auch sich widerspiegelt. Einmal das eine gelb und das andere rot, oder? Nee. Moment, bin ich gerade Banane? Orange, so rötlich. Das andere halt blau, ja. Geil. gut, dass er das hier anspricht. Ja, aber ich glaube an die Macht der Läuterung und ich werde immer der hellen Seite treu bleiben. Also jetzt, ab jetzt, genau. Aber natürlich, was bleibt euch denn auch sonst übrig? Das Schicksal hat sich gegen mich verschworen. Euch trotz all meiner Bemühungen am Leben erhalten und euch in die Rolle des Erretters gedrängt. Alles lief unausweichlich auf unsere letzte Konfrontation hin, Revan. Ich verstehe jetzt, dass diese Sache nur geregelt werden kann, indem einer von uns den anderen vernichtet. Wieder einmal stehen wir uns im Kampf Mann gegen Mann gegenüber. Und der Sieger wird das Schicksal der Galaxis entscheiden. Ach, du meinst, du kannst gut mit dem Lichtschwert umgehen? Ja, zeig ich dir mal, wie ich das kann. Haha. Los, Christian! Oh, er hat irgendwas Fieses angewendet. Also, ich glaube, ich sollte mir mal irgendwie so ein Stimulanz verpassen. Wie wär's denn mal mit dem Hyper... Ach nee, die sind ja hier. Hyper-Geschicklichkeitsenhancer, genau. Das ist geil. Nein, Alter! Scheiße! Scheiße, weg hier! Nein, jetzt hat er uns voll am Arsch. Wir haben jetzt das Problem, dass er wirklich ziemlich strong ist und er uns auch verfolgt. Scheiße. Nein. Ja, also das wird hier ein bisschen rumgerennen, weil wir trotz der Rüstung, die wir hier besitzen, dennoch nicht so, ja, nicht sehr viel... Oh, er ist immer noch hinterher uns her. Scheiße. dennoch nicht sein Lichtschwert widerstehen können. Das ist nämlich ziemlich strong. Muss ich echt bemerken. Er rennt hier runter, rennen wir hier hoch. Ich kann natürlich nicht beim Rennen die ganze Zeit mich umdrehen. Heilen, schnell! Jetzt können wir ihn vielleicht angreifen. Ja, los! Scheiße! Was soll der Kacke hier? Oh Gott, nein! Schnell wieder weg hier! Nein, ich bin gleich tot! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Also ihr seht, das wird ein bisschen scheiße hier. Nein! Tu mir das doch nicht an, Malak! Du Arsch! Schnell weg hier, schnell, 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 lauf doch, Junge! Ja, wir könnten natürlich jetzt noch unsere Minen einsetzen, aber das ist ein bisschen pervers, oder? Komm. Okay, ja, tödliche Plasmabombe. Wer immer hier seinen Fuß hinsetzt, kriegt einen kleinen Schock. Ja, das glaube ich aber auch. Ja. Und ja, da ist irgendwelche gefangenen Jedi. Können wir die eigentlich befreien? Weiß ich gerade gar nicht. Ich werde mich jetzt erstmal einfach so heilen oder mit verbessertem Medikit, ja? Vielleicht klappt das ja. Ah, nicht wirklich, aber nun gut, scheiße, da kommt der angerannt und er hat die schwere Plasmabombe überwunden. Scheiße! Das kann ja nicht sein. Ja, ich muss zugeben, dass ich bei diesem letzten Kampf, beim letzten Mal durchspielen, gecheatet habe und mich unsterblich gemacht habe, weil ich einfach nicht rausgefunden habe, wie man das hinkriegt. Aber man muss anscheinend hier wirklich wie so ein Bekloppter hin und her rennen. Eine andere Möglichkeit habe ich jetzt nicht gefunden. Sich nebenbei noch heilen und sich irgendwelche geilen Hyper... Stärke in den Enzer reinpfeifen. Mach doch, Junge, schnell! Und können wir die irgendwie befreien? Der Jedi wird in diesem elektrischen Gefängnis festgehalten. Nur die Macht kann ihn aus seiner misslichen Lage befreien. Okay. Natürlich ein bisschen scheiße, aber nun gut. So, da kommt ja der Sack. Vielleicht können wir uns noch ganz schnell unser... Hier, wo ist es denn? Unseren mandalorianisches Nahkampfschild aktivieren. Jawohl. Los, schnell! Und auch eben speichern, ja, das ist eine geile Sache. So, von hier ab, los! Friss den hier! Jetzt könnte es vielleicht klappen. Also ein bisschen wird's... Ja! Na los, gib ihm doch! Okay, das wird wieder ein bisschen knapp hier. Scheiße, schnell weg hier! Nein! Lauf in die Plasmabombe, los! Ich will, dass du in die Plasmabombe reinläufst. Alter, ich glaube, es funktioniert. Ja! Ha, geil! Oh, ich glaube, ich schneide hier und dann sehen wir uns wieder, wenn ich hier ein bisschen geheilt bin. Hilft mich immer wieder, Revan. Wenn ihr damals die wahre Macht der Sternenschmiede entdeckt hättet, ihr wärt wirklich unbesiegbar geworden. Aber ihr wart ein Narr. Alles, was ihr sehen konntet, war eine enorme Fabrikanlage. Eure Fantasie reichte nicht weiter als bis zu einer unendlichen Sternenflotte, die das Imperium überrollte. Ihr wart blind, Revan. Blind und dumm.
Ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Ich bin jetzt hier mit keinem Leben mehr irgendwo hingelaufen, habe noch eine Mine platziert und dann kam plötzlich diese Anrede hier. Wovon redet ihr? Die Sternenschmiede ist weit mehr als nur eine Raumstation. In gewisser Weise ist sie ein lebendiges Wesen. Sie hat Hunger. Und sie ernährt sich von der dunklen Seite in uns allen. Schaut euch um, Revan. Seht ihr die Leichen? Ihr solltet sie noch von der Akademie kennen. Das sind Jedi, die fielen, als ich Dentoin angriff. Sie scheinen tot zu sein. In jeder Hinsicht. Außer einer. Ich habe nicht zugelassen, dass sie eins werden mit der Macht. Stattdessen habe ich sie hergebracht. Die Sternenschmiede verdirbt, was noch an Macht in ihnen steckt und führt mir diese dunklen Kräfte zu. Ihr könnt mich nicht besiegen, Revan. Nicht hier auf der Sternenschmiede. Nicht, solange ich die Macht all dieser Jedi anzapfen kann. Und sobald ihr besiegt seid, werde ich das Gleiche mit euch anstellen. Ihr werdet in einer schrecklichen Existenz zwischen Leben und Tod gefangen sein. Und eure Macht wird mich stützen. Scheiße! Nein! Ich habe jetzt kein Leben mehr! Er wird mich töten! Scheiße, ich glaube, ich schneide hier und dann sehen wir uns wieder, wenn ich in einer besseren Kampflage bin. Scheiße! Aha, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie es funktioniert. Ich habe meinen Verpin-Schild-Prototypen aktiviert und seitdem macht er mir kaum noch Schaden. Mega geil, ja. Erstmal hier heilen. Und in der Zwischenzeit müssen wir verhindern, dass er die restlichen Jedis aussaugen kann. Ja, wir müssen uns erstmal den Jedi stellen, beziehungsweise die Jedis zerstören. Da er sich ja deren Macht einverleibt, um sich zu heilen. Mega perverser Typ. Ja, und wir sitzen natürlich hier wie auf dem Servierteller auf für ihn. Scheiße, schnell! Ich muss die gefangenen Jedis töten! Ja, ich habe das natürlich... Ah, Druiden betäuben. Druiden betäuben funktioniert nicht. Machtwellen aber. Immun, nein! Laserschwertwurf. So, Laserschwertwurf, los! Jawohl! Oh, da kriege ich auch noch hier Punkte für die. Geil! Oh, sie sind befreit. Ja, ich sehe schon. Die anderen sind jetzt in so einem dunklen Machtstatus und jetzt sind sie... Ja, sind sie mit der Macht 1. Wir haben es geschafft. Geil. Gut, dann müssen wir jetzt ihn besiegen können. Los, stirb, du Assi. Werd dich alle machen. War sowas von. Nein, lass den Scheiß. Und man hier, die sollte auch mal treffen hier. Geht mir langsam auf den Sack. Nein. Eben hat er so viel Schaden gemacht. Oh, jetzt muss er aber abhauen. Scheiße. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Nein, aua! Lass mal den Kackes hier. Das geht mir dann wirklich auf den Sack. Wenn er sich so cool fühlt und mich denn hier so verarschen möchte. Scheiße. Am besten mal was hier noch ein bisschen heilen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier wieder auf ihn treffe. So, dann jetzt wieder auf ihn drauf. Los! Umdrehen! Ja, jetzt habe ich ihn gleich. So, gleich muss er sich wieder heilen. Noch einmal los. Ja, geil. Dann mich eben schnell wieder heilen. Und dann am besten auf den da Lichtschwertwurf. Los. Schnell. Wir müssten ja eigentlich jetzt schon ein bisschen länger weglocken können. Da er jetzt ja nur noch begrenzt auf seine gefangenen Jedi zugreifen kann. Würde ich mal sagen. Was machst du denn? Ach so, alles klar. Super. Und ich werde auch wieder ein bisschen geheilt, das finde ich... Oder werde ich geheilt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich probiere es nochmal bei dem hier. Heil dich los! Ach, eigentlich gar nicht. Nur meine Machtpunkte werden regeneriert. Glaube ich. Schnell, heil dich, Alter! So. Jetzt können wir wieder gegenübertreten. Grüß meine Schwerter! Los! Ihr seht irgendwie aus wie ich, habe ich das... Wollte ich mal bemerken. Was mich total... was ich total... gruselig finde. Na los! Heil dich doch, Junge! Ja. Ich glaube, so klappt es. Da könnte es klappen. Nein, scheiße. Ich muss mich wieder heilen mit Lebenserhaltungskit. Nein! Nochmal, los. Scheiße, er macht so viel Schaden. Ich kapier's nicht. Oh, wir müssen uns nochmal verpissen hier. Schnell. Schnell verpiss dich. Nein, lass mich doch.
Ich bin gerade so weit gekommen. Das kann nicht wahr sein. Oh, er ist gerade stehen geblieben. Was ist das? Was ist denn los mit ihm hier? Hm, komisch. Alles klar. Ist er gerade jetzt wieder hinter uns her? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Vielleicht können wir ihn jetzt nochmal in die Plasmabombe da reinlocken. Ich weiß es nicht. Aber wie schnell ist er denn jetzt hier? Scheiße. Ich mache mir gerade total in die Hosen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, wo ist er denn da vorne? Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Am besten machen wir uns hier noch ein bisschen mit dem Medikit fit. Oh, jetzt kommt er nochmal angerannt. Werde ich mit. Angesprungen. Doch nicht. Schnell, Lepin, Schild. Ne, mach dein Schild hoch, los. Jetzt. Jetzt machen kalt. Ah, scheiße. Jawohl. Jetzt ist er wieder abhängig. Er rennt dahin, wir rennen da hinten hin. Und müssen jetzt den da retten. Aber was heißt hier retten? Ihn der Macht überführen. So. Schnell! Den da retten! Geil! Und auch eben heilen. So. Jetzt hat er keine Jedi mehr, von denen er sich ernähren kann. Oder? Oder? Ja, sind alle tot. Jawohl, Malak! Friss mal ein Lichtschwert! Nein, er macht dasselbe! Bist du beknackt! Nochmal los! Oh, ich finde den Angriff so cool. Angriff abbrechen. Stimm mal auf und drauf. Los! Attacke! Nein! Kacke! Schnell, halt dich doch mal! Schnell! Scheiße, jetzt greift wieder an. So, wenn wir das jetzt noch schaffen, dann haben wir ihn hinten. Dann haben wir ihn. Den dreckigen Sis-Bastard. Nein! Ich bin wieder betäubt. Kacke! Nein! Nein! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt muss ich mich wieder hier verpissen. Scheiße. Du Arsch. Ja, wie... Oh, er ist hinter mir. Scheiße. Ich wollte eigentlich gerade wieder schneiden, aber... Das ist mir jetzt gerade zu heftig, was hier abgeht. Und... Ah, er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Nein. Heil dich doch. Schnell, du Arsch. Schnell. Und noch Schild aktivieren. Jawohl. Und nochmal heilen. Weil es so schön ist. Und nochmal heilen. Los, heil dich doch. Heil dich, heil dich. Nein. So, jetzt Angriff, 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 Angriff. Nein, noch. Oh, schon mal los. Nein. Ich bin betäubt. Scheiße. Heilen, 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 heilen. Die Musik macht es nicht gerade leichter, mich hier zu konzentrieren. Oh, und toll. Ja, bis gleich. So, dann will ich jetzt nochmal probieren. Bin noch total viele Ambulanzen reingeschissen. Mal schauen, ob ich mit diesen Drogen hier zurechtkomme. Na, komm her! Oh, jetzt mache ich ordentlich Schaden. Nein, außer wenn er mich hier ankackt mit diesem Scheißteil. Schnell heilen nochmal eben zwischendurch. Das wäre ganz gut. Jawohl. Explodiert irgendwas? Das sind die Tanks nochmal. Nein! Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Los, gib ihm! Noch einmal, noch einmal! Ja! 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 Unmöglich! Niemand kann mich besiegen! Ich bin der dunkle Lord der Sith! Nein, das bin ich. Nein, Quatsch. Das ist der Weg der dunklen Seite, Malak. Alle Dinge enden mit dem Tod. Nein, die helle Seite wird immer stärker als die dunkle Seite sein. Ihr verbreitet immer noch... immer noch die Weisheit der Jedi, wie ich höre. Vielleicht steckt doch mehr Wahrheit in ihrem Kodex, als ich je geglaubt habe. Aber ich frage mich trotzdem, was wohl passiert wäre, wenn unsere Rollen vertauscht gewesen wären. Wenn das Schicksal bestimmt hätte, dass ich in die Hände der Jedi gefallen wäre, hätte ich zur hellen Seite zurückkehren können wie ihr? Wenn ihr mich gar nicht erst auf den Pfad zur dunklen Seite geführt hättet, was wäre dann wohl mein Schicksal gewesen? Hm, tja, es tut mir leid, dass ich euch auf diesen Pfad führte, aber ihr habt euch dazu entschlossen, ihn weiter zu verfolgen. Ich nehme an, das dürfte stimmen. Ich allein bin verantwortlich für mein Schicksal. Ich wollte der oberste Lord der Sith sein, der Herrscher der ganzen Galaxis. Aber dieses Schicksal war mir nicht bestimmt, Revan. Euch vielleicht, aber
niemals mir. Und zum Schluss, da nun die Dunkelheit mich umfängt, bin ich ein Nichts. Jawohl! Geil! Da seid ihr ja. Was ist geschehen? Tja, es gab keinen Weg, ihn zurück zur hellen Seite zu bringen. Ich musste ihn eliminieren. Es war auch nicht zu erwarten, dass er sich erlösen lässt. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt daran gedacht habt. Aber noch sollten wir nicht feiern. Mit Hilfe meiner Kampfmeditation ist es der Republik gelungen, die Linien der Sith-Flotte zu durchbrechen. Die großen Schiffe sind in Feuerreichweite. Und das bedeutet, dass wir hier raus müssen, bevor uns der gesamte Komplex um die Ohren fliegt. Alle anderen sind schon auf dem Schiff. Los, lasst uns gehen. Alles klar, ab die Post. Orbitalstabilisatoren getroffen. Alle Mann zurück. Ich möchte keine Schiffe verlieren, wenn diese Raumstation untergeht. Wir haben es geschafft, Wanda. Die Sith sind besiegt und die Sternenschmiede ist zerstört. Aber um welchen Preis, Admiral? Wo ist die Ebon Hawk und ihre Besatzung? Dass die Siegesfeier ohne uns losgeht, Admiral. Ich sende euch eine Ehrengarde, die euch begleiten wird. Wenn wir nach Hause zurückkehren, werdet ihr als Held gefeiert. Ihr habt Malak besiegt, die Sternenschmiede zerstört und den Geist der Sith gebrochen. Daher ist es mir eine Ehre, euch dieses Abzeichen zu überreichen. Die höchste Auszeichnung, die von der Republik verliehen wird. Von Khorasan bis zum äußersten Ende des Outer Rims werdet ihr als der Retter der Republik gefeiert. Im Namen des Jedi-Rats, der Galaxis und der Republik möchte ich euch für euer Handeln danken. Wir Jedi müssen uns jetzt einer anderen Aufgabe in der langen und großartigen Geschichte unseres Ordens widmen. Dem Bezwingen von Revan, dem verlorenen Ritter. Ihr werdet überall als der Retter der Galaxis erkannt werden. Der Held unserer Zeit. Aber ihr müsst wachsam bleiben. Eines Tages müsst ihr möglicherweise erneut die Ehre der Republik gegen die dunkle Seite verteidigen. Das ist das Schicksal des Jedi.
Geil. Ja. Freue mich, dass wir jetzt endlich das Spiel durch haben und diese geile Story miterleben konnten. Ich muss jetzt gerade über diesen Song hier rüber reden, weil das Video sonst nicht available wäre für euch. Naja, aber ihr kennt ja die Musik. Oh yes, baby. Richtig geil abspannen jetzt. Ah, allein schon diese Siegesfeier fand ich schon richtig geil. All unseren Kameraden nochmal aufgereiht. Wunderschön, wundergeiles Spiel. Also, wie man so ein geiles Spiel programmieren kann, das verstehe ich nicht. Es ist einfach ein Mysterium, wie geil man sowas machen kann. Ja. Hoffe, euch hat euch das Spiel hat euch gefallen. Star Wars Knights of the Old Republic. Vielleicht kann ich euch jetzt mal ein paar Infos sagen. Wenn jetzt hier die Musik ein bisschen leiser wird über KOTOR 2. Das werde ich ja auf jeden Fall auch noch machen. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob ich das direkt schon morgen starten soll. Ja, also ich werde auf jeden Fall die kanonische Geschichte spielen, also die eigentliche, die eigentliche Story. Man konnte ja hier auch ein Vibe spielen oder halt die böse Seite oder die dunkle Seite nutzen oder sich zu der dunklen Seite zuwenden. Aber das werde ich nicht machen, beziehungsweise ich werde, wie auch hier die kanonische Variante ist, dass man ein Mann war und dass man zur hellen Seite gehört, werde ich bei KOTOR 2 eine Frau spielen. Ja, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber das ist halt das kanonische, die kanonische Geschichte da. Ja. Und ich hoffe, ihr freut euch auch schon drauf. Wann genau ich das jetzt machen werde, weiß ich noch nicht ganz genau. Vielleicht, ja, morgen auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich werde ich das auf Facebook posten. Also haltet auch Ausschau nach bei Facebook und dann werde ich euch früh genug posten, wann das kommt. Oder vielleicht werde ich auch ein kleines Video machen, zu wann es kommt. Nein, ich werde kein Video machen, ich werde einfach bei Facebook posten, damit irgendwie ein schicken Bild oder sowas. Ja. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Bin Anking, wir spielten Star Wars Knights of the Old Republic und wir sehen uns dann bei Dragon Age Awakening oder KOTOR 2 wieder. Bis dann, ciao.